Willkommen zurück. Wir sind hier im Konecki Blaser immer noch und können immer noch diesen trostlosen Ausblick genießen von den ganzen Hochhäusern. Und ja, sonst gibt es hier aber nicht mehr viel, sonst nur noch mehr. Aber wir werden uns jetzt mal setzen. Ein paar Stunden später. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer? Wer hat was aufgegeben? Arasaka. Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Wie du sagst, du kriegst die Ratte aus dem Konzern raus. Aber nie den Konzern aus der Ratte. Der hatte nur Langeweile. Haben alle Stinkreichen irgendwann. Mhm. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekt. Das hört sich ja gut an. Geh zu Yorinobus Penthouse. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Wir haben nichts Böses vor. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Komm schon, Jackie. Beeil dich. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja? Da. Tavernier Suite. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Folge Jackie. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Ja, eine große Luxus-Suite. Der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Ja, ich beeil mich schon. Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Ja. Sucht nach einem Schalter. Da vorne ist er. Wir haben ihn. Versteckter Safe. Jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Dann verlinken wir uns mal. Jetzt du, Buck. Ein Moment. Der Hack wird hochgeladen. Was geht denn da draußen vor sich? Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Gar nicht. Mir auch nicht. Wie lange noch die? Sehr lange noch. Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn. Öffne den Safe. Hab's gleich. Fertig. Das nimmt kein gutes Ende. Was daran super. Überlass denn mir, okay? Relic intakt? Biochip Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Beeil dich. Wir haben keine Waffe. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Verstecke dich im Wartungsschacht. Das geht niemals gut. Sind drin. Du löst das Problem nicht, die.
Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Ach, sein scheiß Roboter dabei. Seiner Verhandlungspartner wahrscheinlich. Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Die Verhandlungspartner, die den Riddick haben wollen. Nee. Der Kaiser. Sein Daddy. Noch eine scheiß Legende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Also der Typ, der war ein Mensch und hat sich ein bisschen zu viel modifiziert. Verstehe. Der Typ läuft gefährlich in unsere Richtung. Er will den Chip wieder zurück. Das ist nicht gut. Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte, hat er aber nicht. Kajane. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Und ich glaub's nicht, dass du nicht aufhören kannst zu reden. Bringt den jetzt um. Sieht ganz so aus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gerade eher erwartet, dass er ihn mit irgendwas umbringt. Wenn er jetzt herausfindet, dass der Chip weg ist. Jetzt ist er natürlich auch der Erbe von allem. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Oh oh. Wir sind sowas von erledigt. Darika,
Genau, jemand. Und jetzt haben wir es richtig schwer rauszukommen. Jetzt suchen sie irgendeinen Eindringling, zwar nicht wegen dem Chip, aber wegen dieser Ermordung. Was ist das Blut um den drum? Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Sein eigenen Vater. Oh, wir werden sowas von erwischt. Und was? Fenster, los! Aus dem Fenster rausspringen. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Die haben mich nicht... Fuck! Santo bendito! Das gibt's nicht. Sie ist weg. Fuck! Scheiß Oberliga. Jetzt glücklich, Jackie! Ja. Wir werden draufgehen. Vor allem, wenn jetzt Sicherheitsleute kommen, die entdecken uns. Verdammt hoch! Scheiße! Ist das Trauma? Wenn es wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Wenn die jetzt an uns vorbeifliegen, können die uns ganz leicht sehen. Ja. Ach du Scheiße. Ach, du Scheiße, das tut weh. Wir leben noch für den Moment. Und der Chip ist wahrscheinlich nicht mehr richtig gekühlt. Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie sieht denn der Bild aus? Komm, Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Es ist etwas schief gegangen. Der Koffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei Jackie. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Jetzt können wir mal hoffentlich seinen Kampfmodus sehen. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Scheiße, wenn man so hoch beginnt und etwas schief geht.
Aber die haben uns doch bestimmt auf Band, die Drohne. Nein! Das war keine gute Idee so. Hä, wo hat denn der eine Waffe her? Das war keine... Mist. Wir sind überhitzt. Scheiße. Haben wir irgendwas? Können wir uns eine Waffe ausrüsten? Ist besser als nichts. Anders kommen wir nicht raus hier. Ich meine, die haben uns ja eh schon entdeckt. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Wahrscheinlich müssen wir noch gegen diesen... Wahrscheinlich müssen wir noch gegen diesen Sicherheits... Kämpfer uns messen. Nicht mehr viel Munition. In Deckung gehen. Auch wenn wir jetzt natürlich voll als die Mörder dastehen. Den nehmen wir mit. Neue Munition laden. Den haben wir erledigt, schnell. Unauffällig können wir eh nicht mehr hier raus. Mist. Einmal wieder durch die komplette Halle durch. Mist! Sie haben uns erwischt. Jetzt die Frage, wo ist der letzte Checkpoint gewesen? Mist, so weit oben. Das ist blöd, dass wir jetzt so weit oben noch sind.
Wir müssen diesmal vielleicht besser durchkommen. Scheiße. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Schnell, neue. Wir müssen eine Waffe ausrüsten. Den hätten wir. Hier raus. Wir müssen Heilungen nehmen. Den hätten wir. Schnell in Deckung gehen. Wir müssen uns heilen. Haben wir eine neue Waffe bekommen? Keine Wässe. Die haben wir. Nachladen. Wir müssen weiter vorrücken. Gut. Die alle ausrauben. Wieder eine Waffe ausrüsten. Damit fühle ich mich immer noch sicherer. Wir werden angegriffen. Nachladen. Wir werden schon wieder gehackt. Das ist der riesen Nachteil von dieser ganzen Technik. Man kann von jeder Person irgendeinen Hack abbekommen. Wieder zur Sicherheit heilen. Alle Sachen mitnehmen. Den haben wir. Jetzt bin ich drin. Den haben wir. Den haben wir auch. Komm, alle Waffen einsammeln. Und der Aufzug ist wahrscheinlich immer noch zu. Jetzt müssen wir zum anderen.
Wir haben nicht viel Munition, das ist nur das Blöde daran. Den haben wir auch erledigt. Schnell Munition einsammeln. Jetzt haben wir wieder 33. Und Jackie kämpft irgendwo hier noch, oder? Nee. Dann können wir weiter vor... Oh, was passiert denn da? Der erste Bug, der hier auftritt. Geht's gerade zu speichern? Wenn im Kampf nicht möglich. Jetzt. Hatten wir auch unseren ersten Bug mal. Sonst läuft es eigentlich relativ flüssig bei uns. Warte im Aufzug auf Jackie. Dann geht's ab zur Lobby. Der geht's nicht gut, ich sehe es. Saburo Arasaka. Was ist jetzt schon wieder mit ihm? 50 Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Er hat ein wirklich langes Leben. Scheiß Komödie, oder? Findest du das hier lustig? Ja, schon. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Was? Chilvi. Wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kannst nicht ändern. Wir müssen jetzt erstmal ihr Leben rauskommen. Es geht immer noch bergab. Hier. Ob man da auch irgendwie ohne Kampf rausgekommen wäre? Schnell hier abbrechen, das bringt nichts. Wir haben noch einige Ladesachen. Wir müssen weiter vorrücken. Den haben wir. Ach du Scheiße. Kann man denn nicht irgendwie hacken? Ach, du nervst. Ja, ich versteck mich doch. Komm, Jackie, schnell hier rein.
Komm doch hier rein! Schnell! Schließ dich doch! Ja, wir schaffen das halt noch durch. Okay. Schnell. Mal sehen, was das Ding jetzt drauf hat. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Dreck. Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Der Typ. Ich bitte Sie freundlich, sich zu halten. Eine feindliche Luftreinheit hat uns gesehen. Überlass das mir! Wir haben fast keine Munition mehr. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Gut zu wissen. Aber auch nur wegen dem Fahrzeug. Die technischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Dock. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Das Vorprogrammierte wahrscheinlich. Wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Ich schaff das. Er sieht nicht gut aus. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn. Er darf nicht sterben. Jackie darf doch nicht sterben. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Boah. Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur ein Zimmer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Boah. Habe ich gerade auch eine Gänsehaut nach dem Abgang. Gib mir eine Sekunde. Und er wollte nur nicht mehr in der Gosse leben. Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Die sind aber sehr wörtlich. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204.
Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Was für eine Mission, was für ein Abgang. Und was für ein Fahrzeug. Ist bestimmt nicht billig, der Service. Aber warum musste Jackie sterben? Wie es jetzt weitergeht, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr einen vorherigen Part verpasst habt, könnt ihr gerne hier in der Playlist vorbeischauen und euch die folgenden Parts noch anschauen. Bis zum nächsten Mal und dahin eine wunderschöne Zeit. Ciao.